Why? Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life. Hallöchen und willkommen, verehrte Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute schauen wir uns das allererste Mal auf meinem Channel eine brandneue Beta an, und zwar von der Bedrock Edition von Minecraft. Ich dachte mir, da ich ja auch Snapshots vorstelle und allerhand Minecraft-News hier auf dem Kanal so oder so raushaue, können wir uns doch auch mal ab sofort und in Zukunft dieses wundervolle Schaf vom Nahen anschauen. Nein, Spaß beiseite, natürlich die Bedrock-Betas anschauen, weil viele Leute von euch spielen ja auch auf der Bedrock Edition und da gibt es auch sogenannte Betas, Snapshots, in Anführungsstrichen Testversionen, wie man das Ganze auch immer nennen mag, für die Windows 10 Edition, für die Xbox One Edition und auch für die Android-Version des Spiels. Also auf der PlayStation 4, auf iOS und natürlich auch auf der Nintendo Switch gibt es die Möglichkeit, leider nicht Betas zu spielen. Aber trotzdem, den ganzen Stuff, den ich hier dann praktisch in diesen Videos vorstelle, der wird dann auch noch auf die PlayStation 4 kommen, auf die Nintendo Switch und natürlich auch auf die iOS-Geräte. Deswegen dürfte das eigentlich jeden interessieren, der hier auf der Bedrock Edition spielt. Also solltest du sowas öfters sehen wollen, zeig es gerne mit einem Kommentar oder mit einem Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen auf jeden Fall. So, wir wollen auch gar nicht groß weiter rumquatschen, wir starten direkt ins Video, es wird noch schnell der liebe Goldblock gegrüßt und mit Crafted Deck 7, ich kann es ja tatsächlich nicht beantworten, das liegt nicht in meiner Hand, sondern in der vom Early Boy, ich glaube er ist ja praktisch der Gründer oder Leiter des Games, des Projekts, eher gesagt, müsst ihr ihn fragen, verehrte Freunde. Okay, aber alle anderen von euch, ihr müsst eure Like-Zahl in dem Hashtag verpacken, um in den Lostopf des nächsten Videos zu gelangen. So, man erkennt es schon ganz oben, das hier ist die Beta-Version 1.16.100.52. Die ist, glaube ich, vor 2 Tagen erschienen. Ich kam leider nicht davor, vorher ein Video zu machen, weil jetzt habe ich meinen neuen PC und da kann ich das Ganze dann auch ohne Probleme aufnehmen. Qualitativ, denke ich mal, hoffentlich ganz gut auf jeden Fall. Das ist eine Beta, die einige Bugfixes natürlich mit sich bringt. Und man muss jetzt sagen, diese ganzen Bugfixes und Parity Changes und auch die neuen Befehle, die dabei sind, die kommen dann auch auf die ganzen Plattformen in einem vollständigen Update, wo die Betas nicht möglich sind. Deswegen nehmt mir das nicht übel, falls ihr diese Features noch nicht habt. Die sind nur aktuell in der Beta verfügbar, kommen aber bald in einem kompletten Update. Dann fangen wir einfach mal an. Der Changelog ist riesig. Es gibt auch jede Menge technische Änderungen, auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde, weil das eigentlich nur Dinge sind, die sich wirklich komplett mit dem Game befassen. Also auch wirklich diese ganzen Änderungen irgendwie zunutze machen. Aber der Changelog ist in der Beschreibung unten verlinkt. Wir schauen uns die groben und wichtigsten Änderungen einfach mal an. Das erste, was zum Beispiel geändert wurde, ist ein Parity Change. Parity Change, kurze Erklärung, das sind einfach, dass die beiden Versionen Java und Bedrock gleichgestellt werden, wurde jetzt von der Java Edition für die Bedrock Edition auch übernommen. Und zwar, dass man ab sofort den Brauchstand auch mit Schwarzstein craften kann. Das funktioniert jetzt tatsächlich auch, wie man hier unschwer erkennen kann. Ist, wie gesagt, übernommen worden von der Java Edition. Jetzt auch hier möglich. Eine kleine Änderung, aber trotzdem, wie ich finde, Parity ist immer ganz, ganz wichtig. Finde ich jedenfalls. Die nächste Änderung betrifft das Farmland hier. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man dieses mit dem /Give-Befehl an Spieler geben kann. Das heißt, ich tippe jetzt /Give und dann wähle ich mich selber aus oder einen anderen Spieler. Farmland und zack, haben wir das Ganze dann auch schon in unserer Hotbar. Es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit, da müssen wir mal gerade in Kreativmodus wechseln. Es gibt ja diesen Shortcut, dass du Blöcke auswählen kannst. Bei mir ist das jetzt die mittlere Maustaste auf der Windows 10 Edition. Du kannst jetzt auch Farmland auswählen und dann damit weiterbauen im Creative-Modus jetzt theoretisch. Oder wenn du im Survival-Modus bist und Farmland zufälligerweise, warum auch immer, im Inventar hast und da drauf klickst, wird es praktisch in deine Hotbar ausgewählt. Das ist so die Schnellauswahlfunktion, wenn man das so sagen kann. Also auch eine kleine Parity-Änderung von der Java Edition. Das gleiche gilt auch für das hier. Für die Fischänderung, sage ich mal, des Erfahrungsfischen, gucken wir es gleich an, das war ein Bugfix. Ab sofort, wenn man es in irgendeiner Form schafft, einen Fisch anzuzünden, wie ich das jetzt beispielsweise machen werde, wir spawnen einfach mal einen Lachs und setzen ihn mal on fire. This girl is on fire auf jeden Fall und der dann verbrennt, droppt der die gekochte Version seines Fischs praktisch. Also wir haben jetzt hier den gebratenen Lachs und können ihn dann direkt mampfen, ohne ihn dann noch in den Ofen zu werfen. Also wie das beispielsweise bei Schafen, bei Kühen oder halt auch bei Schweinen ist, funktioniert das jetzt auch bei Fischen. Falls du ihn irgendwie an Land bekommst und dann verbrennst, dann kriegst du direkt die gebratene Lachsversion oder Fischversion, wie auch immer. Zu den Erfahrungsfällchen kann man nur Folgendes sagen. Es gab einen kleinen Bug auf der Bedrock Edition, dass sich das Lichtlevel verändert hat. Also kann man dazu Lichtlevel sagen? Ich weiß es gar nicht. Also die kleinen Pünktchen hier, die kleinen Erfahrungsorbs, wie man ja im Englischen sagt, oder Experience Orbs, die
haben die Lichthelligkeit, sage ich mal, verändert, wenn es Tag war oder wenn es Nacht war. Also jetzt bleibt das Lichtlevel immer gleich, egal ob Tag oder Nacht. Das war vorher nicht der Fall, müsst ihr mal auf der PlayStation ausprobieren. Fällt einem eigentlich gar nicht auf, weil mir diese Erfahrungsflächen, also ich jedenfalls, nicht ganz so oft benutzen. Und wenn, dann droppe ich die direkt vor mir auf den Boden und achte jetzt nicht mehr drauf, wie hell die Dinger leuchten. Das war aber ein kleiner Bug, der Gott sei Dank gefixt wurde. So, dieses hier habe ich jetzt einfach mal aus dem Changelog kopiert und eingefügt. Es ist ein kleiner Crash gewesen, sobald du irgendein spezielles Texture Pack in irgendeiner Form aktiviert hast und das Game starten wolltest oder eine Welt starten wolltest, ist es in irgendeiner Form gecrashed oder kann es dazu kommen, dass das Game crasht, falls das aktuell bei dir auf der Plattform noch der Fall ist. Es wurde in der Beta jetzt behoben und dürfte dann in naher Zukunft dann in einem vollständigen Update auch dabei sein. So, weiterer Bugfix betrifft ja die Blackstone-Mauern oder Schwarzstein-Mauern im Deutschen, die sich in irgendeiner Form mit Soundtoren verbinden. Vorher war es halt so, dass das Soundtor irgendwie noch da drüber geguckt hat. Also es hat irgendwie nicht so ausgesehen, als wären die wirklich miteinander verbunden. Also sie waren tatsächlich an dem Zauntor dran, die Schwarzsteinmauern. Allerdings war das trotzdem irgendwie noch fehl am Platz, weil das Zauntor selber noch ein bisschen hochgeguckt hat. Also es sah dann praktisch so aus, ne? Es war nicht auf dem Level, auf der Höhe, sondern auf der Höhe trotzdem und sah total falsch aus. Und das wurde jetzt auch behoben, Gott sei Dank, in der neuesten Beta. Eine coole Änderung, genau wie folgende hier. Das funktioniert ja auch schon mit ganz normalen Grassamen. Wenn man über normales Gras einen Block platziert, dann verschwindet das Gras darunter logischerweise. Man muss es nicht vorher abbauen oder man platziert es nicht auf dem Gras, sodass der Block in der Luft schwebt. Das gilt jetzt auch für die ganzen Nether, wie heißen sie denn jetzt im Deutschen, Wirrwurzeln und Karmesinwurzeln. Also wenn wir da jetzt Blöcke drauf platzieren, ja, verschwindet praktisch das Gras unter dem Block, genauso wie es sein sollte. Das gleiche gilt dann auch hier für die Karmesin-Variante. Also falls du das irgendwie wissen wolltest, vorher war es halt so, dass man das dann an dem Block platziert hat oder über den Block platziert hat, aber manchmal ein bisschen nervig, wenn man Nether gebaut hat. Das wurde aber jetzt Gott sei Dank auch behoben. Was sagst du dazu? Ja, gönn dir. So, Kakaobohnen, Freunde. Wir lieben sie alle, benutzen sie zwar nie, also ich zumindest benutze nie Kakaobohnen im Game, aber es wurde hier jetzt auch ermöglicht, dass man sie wieder einmal an die Dschungelvarianten praktisch platzieren kann oder Tropenholzvarianten, also an Tropenholz, an den Baumstämmen, an der abgezogenen Variante davon oder komplett berinneten Version kann man jetzt ab sofort Kakaobohnen platzieren und das auch ohne Probleme und da überleben sie dann auch praktisch, also nur an diesen drei Varianten überleben sie dann auch. Falls dich das irgendwie interessieren sollte, wo du Kakaobohnen dran platzieren kannst. An diesen drei Varianten hier ist dies möglich und sie überleben das Ganze auch. So, folgende Änderung finde ich irgendwie ein bisschen random oder das war halt ein Bug, der gefixt wurde. Ab sofort kann man das gute alte Drachenei auch wieder mit Explosionen entfernen, zerstören, wie man das Ganze auch immer nennen mag. Wir fliegen mal ein Stückchen weiter weg, platzieren hier einfach mal ein bisschen TNT hin, hoppala, und in der Mitte das gute alte Drachenei, zünden das TNT an und die Explosion zerstört jetzt das Drachenei, aber es wird halt gedroppt und wir können es einsammeln, sofern halt nicht das andere TNT das gedroppte Drachenei kaputt macht. Okay, das müssen wir jetzt nochmal machen, kleiner Fail am Rande, so, jetzt aber nochmal und dann zünden wir das hier mal an. So, das Drachenei wird dann gedroppt, sofern es wie gesagt nicht nochmal zerstört wird, da haben wir es, können es dann praktisch einsammeln. Ich bin da eher immer noch für den Fackeltrick, den guten alten. Aber naja, war ein Bug, dass es nicht funktioniert hat vorher. Jetzt funktioniert es Gott sei Dank wieder. So, das waren jetzt so größtenteils Parity-Änderungen und natürlich auch Bugfixes. Es gab natürlich noch einige Änderungen mehr, was das angeht. Wie gesagt, Changelog ist unten in der Beschreibung für alle, die es interessiert. Es gibt aber auch neue Befehle. Ich glaube, insgesamt sind es drei an der Zahl. Es gibt jetzt auch den Slash, jetzt muss ich mal überlegen, Play Animation Befehl, mit dem ich mich jetzt tatsächlich nicht ganz so gut auskenne. Da kann man halt irgendwelche Animationen abspielen, wenn man sie auch korrekt benutzt. Muss ich mich noch mehr mit befassen, ich habe da absolut gar keinen Plan von. Aber es gibt unter anderem auch noch zwei Befehle namens einmal den Structure Befehl und dann haben wir einfach mal den Write Befehl. Vielleicht fangen wir mit dem Write Befehl an, der ist eigentlich ganz cool. Dafür müssen wir einfach nur Slash Write eingeben, dann einen Spieler auswählen. Wir nehmen jetzt einfach mal den nächsten Spieler oder uns selber. Und dann können wir einen Rider oder einen Write praktisch spawnen. Das heißt, entweder derjenige, der geritten wird oder derjenige, der reitet. Das hört sich zwar wieder komplett falsch an der Stelle hier, aber was soll's. Also wir können jetzt hier praktisch Donkey oder Horse hinschreiben. Natürlich müssen das auch Mobs sein, die gereitet werden können. So, und dann können wir das Ganze, in irgendeiner Form praktisch, hallo, was soll denn das? Also, ne, der Befehl, ich glaube, jeder versteht es. Man kann Ridable Mobs spawnen, dass man darauf reitet oder Mobs auf Mobs reiten lassen, die geritten werden können. Das ist dann wieder so ein Fall von,
ja, dass Skelettpferde praktisch von Skeletten gereitet werden können. Also es müssen auch logischerweise Mobs sein, die geritten werden können. Also ich kann ja jetzt nicht Sheep machen und ich reite dann plötzlich auf ein Schaf. Das funktioniert logischerweise nicht. Dann spawnt er das Schaf einfach nur. Muss möglich sein. Ist eigentlich ein ganz nicer Befehl für zwischendurch. So, der Structure-Befehl ist auch ganz nice. Ich habe einfach mal eine Kleinigkeit gebaut und das Ganze mit dem Structure-Block praktisch eingefangen. Ihr kennt ja den Structure-Block. Damit kann man Strukturen kopieren und irgendwo anders einfügen. Sehr, sehr praktisch auf jeden Fall für Mapmaking. Und wenn man dann eine Struktur erstellt hat, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was gebaut, habe das dann Ganze gespeichert unter Test 1, ganz einfach zu merken, habe gespeichert, kann jetzt dann theoretisch hier hinten irgendwo hingehen. Wir gehen jetzt einfach mal nach hier zu einer coolen Koordinate und dann können wir jetzt hier eingeben, slash structure, ja, wenn man das jetzt noch schreiben könnte, könnte dann jetzt entweder save oder load machen. Wir gehen jetzt logischerweise auf laden, weil wir wollen diese Struktur, die wir gespeichert haben, per Befehl jetzt einfach mal laden. Müssen unsere Koordinaten eingeben. 36,4-95. Das müssen wir uns jetzt merken. 36,4-95. So. Mann. Load 36,4-95. Zack. Okay, ich habe den Namen vergessen. Logischerweise, der muss natürlich auch noch dahin. Hier zwischen Test 1. So. Und dann wurde das Ganze mitten in uns drin generiert. Und hier haben wir dann logischerweise die Struktur, die wir dann auch korrekt gespeichert haben, nochmal per Befehl generiert. Man kann das theoretisch auch einfach mit dem Structure-Block weitermachen, aber hey, dafür gibt es jetzt einen Befehl für die Leute, die es interessiert. Eigentlich ganz cool, muss man sagen. Und das waren eigentlich mit schon die meiner Meinung nach wichtigsten Änderungen so rum. Schaut auf jeden Fall nochmal unten in der Beschreibung, da ist der Changelog verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze nochmal komplett in Ruhe durchlesen. Auch mal die ganzen technischen Änderungen, aber da versteht man teilweise nur Bahnhof. Interessiert mich jetzt relativ wenig für die Leute, die es interessiert. Wie gesagt, unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt und wenn wir uns weiterhin Betas anschauen sollen. Wie gesagt, das ist noch die Beta für die Windows 10 Edition, Xbox One Edition oder Android-Version. Kommt sehr, sehr bald in einem vollständigen Update für alle Bedrock-Plattformen gleichzeitig. Also auch für die PlayStation, Wii und Nintendo Switch natürlich auch noch oder iOS-Geräte. Nur als Info nochmal am Rande. Bis dahin, Freunde, und auf Wiedersehen. Tschüss!